Hallo und willkommen zurück in South Park und unserer, ja, in unserer Klinik hier. Hab mich wieder umgestylt. Und ich hoffe, wir kommen jetzt hier endlich raus. That's it, that's it! The area is secure. Okay. Code green. Sieht nicht so it's gut not aus. Secure. Tell all units the outbreak has been contained. It's not contained. What the hell are you talking about? It's not contained. You don't understand. Khloe Kardashian was in here this morning. She had the biggest abortion I've ever seen. Oh. Oh shit. Or bad stuff will happen. Ja, okay. Bossfight. Mana Drang, dein Tempo. Nabelschnur. Gut, nehmen wir ihn hier zuerst. Erneut angreifen mit dem Schwert. Dann Riese gegen Riese. Jetzt bitte was Gutes, bitte was Gutes, bitte was Gutes. So, Butters, Moment. Dann heilen wir dich mal kurz. Nabelschnur auch noch mit Feuer. Mist. So, denke ich mal, wir hauen zuerst mal hier tatsächlich die Nabelschnur. Angewidert. Nee, das können wir so nicht stehen lassen. Die Buffs entfernt. Und dann machen wir wieder unseren Sprungangriff. So, die hässliche Nabelschnur ist down. Butters, bitte. There you go, Al. Ja, vielen Dank. Nobody stopped a paladin. Au. Dann wieder in Brand stecken. Das funktioniert ja ganz gut. Früh geblockt und dann zu früh losgelassen. Okay.
Butters, du musst hier auch mal kurz Heiltrank nehmen. Wieso ist die Nabelschnur wieder lebendig? Kann doch nicht wahr sein. Können wir schon wieder, ja. Butters, nee, Moment. Butters, heil mich mal bitte hoch. Und dann musst du wieder hier auf die Nabelschnur drauf. So, dann Butters heilen. Hier wieder in Brand setzen. Na? Ja, ich glaube, einen schaffen wir noch. Also erstmal hier debuffen oder beziehungsweise Debuffs entfernen. Ach Gott, der ist schon wieder voll. Da ist ja wieder ein Kampf, der ewig dann dauert. Moment, Moment. Ich glaube, da brauchen wir den erhöhten Kaffeekonsum. Abwärts. So, ich hoffe, die Nabelschnur ist jetzt hier tatsächlich down. Ja, da musste mich Butters ein bisschen hochheilen und dann einmal bitte mit dem Hammer drauf. Wunderbar. Ja, reicht noch nicht ganz. Okay. Boah. Endlich. So, können wir hier
zumindest irgendwie was looten vielleicht. Kehre zu Annie zurück. I'm beginning to think there's something wrong with you, douchebag. Ah. Okay. Haben wir jetzt hier irgendwie aufgeschlagen? Naja. Ja, ich denke, hier sind wir fertig. I could swear I heard a voice coming up from the sewers. It said something like, Hody How. Okay, zurück zu Annie. War die denn? Nee, nicht hier. Nicht hier. Doch, dann hier weiter. Ah, darunter müssen wir auch nochmal. Aber zuerst nochmal zu ihr. The girls want to thank you for your help. We can go see them again whenever you're ready. Ja, dann mach mal. Alright then, let's go. You know the drill. Und ich hoffe, die verpassen mir nicht wieder irgendwelche Lidschatten und sonstigen Kram. New kids, the girls are very thankful for you texting us the abortion records. We are one step away from finding out which girl among us is a two-faced bitch. Unfortunately, the record keeper at the abortion clinic is from Paris, and so everything is written in French. Whoever this two-faced skank is thinks she can outsmart us. We want to help you and the boys play your game, but we just can't have a two-faced bitch out there on the loose. Just get these documents translated for us, and we promise we will join your army. Sparkle! Sunshine! Wie jetzt? Die machen es mir auch nicht so einfach. Sprich mit den Jungs. Ne. Mal gucken, vielleicht kann da ja von denen einer Französisch, was ich aber nicht glaube. Ja. So, und dann. Timmy! Dann mit dem Timmy Express halt dahin. Das dauert sonst alles zu lange. What's this? Council, gather round! This must be something the new kid needs our help with. Cinq femmes ont subi un avortement. What language is that? It's some kind of strange orcish. I've seen this language before. In the kingdom to the north. Oh, the kingdom to the north. Whatever's written on these documents is somehow the key to us recruiting the girls to our army. Is that what you're trying to tell us, new kid? Come on, spit it out. Getting that document translated isn't going to be easy. To breach the kingdom to the north, you'll have to assume another identity. Your name is no longer Commander Douchebag. It is now Larry Babinski from Cleveland. The quickest way to the kingdom to the north is through the Lost Forest. Head north, then north again, north, and then north. Okay. You better get a real passport photo first, or you won't make it past border control. Okay, also brauchen wir noch ein Passfoto. I guess this means we're friends for now, but I still don't like you, new kid. Okay, Fotodojo. Na super. Dann müssen wir jetzt wohl nach Kanada. Ja, aber erst wieder zurück. Ach, da hätten wir auch wieder die Schnellreise nehmen können. Na, ich Depp. Ah, nutze jetzt alles nix. Ja, dann nehmen wir halt die. Dein. Timmy! So, die Post. How long is school gonna be closed? Ich hoffe länger. Bank. Nichts. Ja. Da ist Fotodojo.
Dann machen wir mal hier noch ein schönes Bild. So, Tag. Hi, here to get your passport photo taken? Just yeah. Head into the room there and we'll get started. Aha. Dann machen wir mal ein Foto. Step between the lights, please. Ja. That's great. Okay, smile. Do you have anything else you could wear? Could you try something else on? Nee, ich finde mich gut hier. Yeah, it's just not working. Let's try that other outfit. No, tell you what, how about just no shirt at all? Let's try that. Alter? Nope, with this light, we're just gonna need you to lose that shirt. Nein. I'm just not feeling that shirt. Shirt ausziehen oder Shirt ausziehen? Yeah, that's gonna work better. Here we go. Oh, those pants don't work with the lighting. Could you roll up your pants? Or, you know what, just take the pants off too. Alter! Die Hosen bleiben an. Those pants just aren't working for me. Ist mir wurscht. Du perverses... If you want a passport, you're gonna have to lose the pants, pal. Nein. Scheiße. Hose ausziehen oder Hose ausziehen. Nein. Okay, that's good. Really nice. Yes, very nice. How about we lose the underwear? You sick son of a bitch! Stop him! You'll never take me alive! What the heck? I'm gonna get grounded anyway, you might as well. Wir könnten beschwören. Wir könnten aber auch einfach wieder Kaffee trinken. Schwert. Professor Chaos, bitte. Let's see how you like dealing with me. Jawohl. Tell my wife, I wasn't that into her. Wow, good job, kid. You're quite the fighter. All right, let's get this over with. Say cheese. Congrats, kid. You have your first passport. Yay. So, kann ich mich hier bitte wieder anziehen? Das hatten wir an und wir hatten noch die Chirurgenhandschuhe. Wobei. So. Dafür, dass du mich hier nicht ausziehen gelassen hast, du perverses Miststück. Hä? So, jetzt können wir noch hier gucken, was noch da ist. Hochspannungswarnung, was? Oh, hätten wir uns das Ganze irgendwie vermeiden können, wenn wir hier reingegangen wären? Vielleicht hätten wir den anderen da gesehen. Hm. Congrats, kid, you have your first passport. Na gut. Scheiße! Ja, genau. Dann machen wir. I hope we don't get in trouble for this. Euch auch noch irgendwie kalt. Scheiße! Mir gefällt nicht, dass ich jetzt gerade wieder so wenig Schaden mit dem Bogen mache. Let's see how you like dealing with me.
Ja, schon wieder nur Leben. Ach du Liebe! Ah, Butters, ich glaube, ich muss Heiltränke kaufen, wenn es so weitergeht. Und dann nochmal mit dem Hammer drauf, auf die Kniescheibe und gut ist. I hope they're just sleeping. Gut, so. Hallo, ich würde da gerne noch looten. Und dann hier rüber. Some mornings I wake up with a sore asshole. I must be. Ja. Gut, dann nehmen wir noch Kaffee mit und mal gucken, ob er. Which of our local ob er Heiltränke hat, ja. Sorry, that's not available. My son has yet to pick up today's fresh local ingredients. Und dann gucken wir mal, dass wir nach Norden kommen. Okay, nicht von hier, oder doch? Your ass learned such incredible magic so easily. Stinky Momanky. Yeah. That one sounded like it hurt. Missed. Sound off, Sergeant. Moment. Deswegen, wenn ich da so weiter hinten stehe, sehe ich nicht, was ich mache. Grab mud on that one? Somebody's baking brownies. Ow. I'd check my drawers if I was you. Hey. Kriege ich denn die da vertrieben? Egal. Vielleicht finden wir das irgendwie beim nächsten Mal raus. Also bis dann.